Eine junge Marke, eine neue Uhr und alte Hasen. So habe ich euch vor ungefähr 10 Tagen den ersten Teil meines zweiteiligen Videos zu Van Dark angekündigt und heute gibt es den Review zu der neuen Uhr, zur Schallmauer Automatik. Eine Uhr, die mich richtig begeistert und ich hoffe, ich kann diese Begeisterung an euch weitergeben. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um Van Dark, eine junge Marke, die gegründet wurde von Leuten, die aus der Uhrenindustrie kommen, sich richtig gut auskennen und entschieden haben, ihre eigene Marke, ihre eigenen Uhren an den Mann zu bringen. Und das ist heute mein Review zur Van Dark Schallmauer Automatik. Ich habe euch einfach mal die Box mit aufgenommen, weil ich finde, es ist eine Box, die von der Größe her sehr angenehm ist. Und ich finde auch, dass die Verpackung immer ein kleines bisschen zur Uhr gehört. Je kleiner, desto lieber ist mir das normalerweise. Aber hier haben wir eine Box, die mich ein kleines bisschen an die Finest-Boxen erinnern. Wenn hier steht, viel Freude mit der Uhr, heißt das beim Videoaufnehmen, ich gebe die Uhr selbstverständlich zurück. Also das ist hier keine Mauschelei, welcher Art auch immer, sondern ich habe dieses Video-Review wirklich genossen und das war damit gemeint. Ja, ich habe also von Finest Boxes Uhrenkisten, die ganz ähnlich aussehen und entsprechend ist auch die Qualität Holz mit sauberen Scharnieren, mit dem Druckknopf wirklich gut gemacht und innen drin ist die Van Dark Schallmauer Automatik. Was hier vielleicht noch ein kleines bisschen blau schimmert, das ist die Beschichtung, die Antireflektionsbeschichtung. Ich mache jetzt mal den Bandhalter ab. Was ihr hier seht, ist übrigens noch nicht die Schließe, die an der Uhr ist, wenn sie wirklich ausgeliefert wird, sondern wenn die Uhr wirklich ausgeliefert wird, dann kommt diese Schließe hier an die Uhr. Das Band selber verläuft gleichmäßig von 22 auf 22 mm mit einer passend zum Gehäuse gearbeiteten Schließe, die sowohl poliert als auch mattiert ist. Ich zeige euch das ganz am Ende des Videos. Diese Schließe, ich zeige sie euch hier nochmal im Detail, passt hervorragend zu den Hörnern. Ja, die Uhr ist, wie ich finde, ein sehr moderner Sportchronograph. Ihr könnt sehen, der Rotor ist kein Standardrotor, sondern hat eine schwarze Galvanisierung und das Van Dark-Logo auf dem Rotor drauf. Er bewegt sich nicht, weil er festgestellt ist. Das ist bei Präsentationsuhren öfter der Fall. Diese Uhr ist auch eine Präsentationsuhr, weswegen sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon kleinere Spuren hat. Wenn die gekauften Uhren ausgeliefert werden, wird das selbstverständlich nicht der Fall sein, sondern die Uhren werden absolut sauber und komplett in Ordnung sein. So, die technischen Spezifikationen. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42,5 mm, hat einen Bandanstoß von 22 mm, und einen Horn-zu-Horn-Abstand von 50 mm. Die Uhr ist ohne Saphirglas 15 mm dick und mit Saphirglas 16,3 mm. Verbaut ist ein Sellita SW510 BHA Elaboré. Wie ihr hier sehen könnt, läuft das Werk, auch wenn der Rotor festgestellt ist. Die Bänder haben ein Schnellwechselsystem. Und die Uhr ist bis 100 Meter wasserdicht. Die Saphirgläser sind doppelt gewölbt und die Keramiklünette ist auf den 10-Minuten-Markierungen und auf den 5-Minuten-Markierungen mit Old Radium-Farbe gefüllt. Dazwischen die einzelnen Minutenmarkierungen sind nur geätzt, sodass man die Minuten ablesen kann, ohne dass die schlichte Erscheinung der Uhr gestört wird. Gefällt mir sehr gut.
Die Zeiger sowie die arabischen Ziffern sind mit Super Luminova Old Radium gefüllt. Das Datum ist, wie mittlerweile typisch für Van Dark, in Rot gehalten. Und die Uhr hat im Vergleich zur Quarzversion doch einige Änderungen erfahren. Sie ist höher geworden, das Datumsfenster ist eckig, sie hat ein Automatikwerk, die Hörner sind nach unten gebogen, sodass sie sich etwas besser an den Arm anschmiegt. Und das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Wir machen mal einen Wristshot von der Uhr, um zu schauen, wie sie sich an meinem 17 cm Handgelenk macht. Dafür nehme ich meine Sinn 756 ab und ihr könnt also sehen, dass die 40 mm der Sinn gegen die 42,5 der Van Dark doch einen größenmäßigen deutlichen Unterschied machen. Und wie ihr hier sehen könnt, ist das eine sehr sportliche Uhr, die, wie ich finde, sehr gut an meinem Arm aussieht und die den Spagat schafft zwischen einer sportlichen Uhr und die trotzdem eine gewisse Eleganz ausstrahlt. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ich mag insbesondere die hier gezeigte Version mit den weißen Totalisatoren und der Beschriftung der Indizes, Zahlen und Zeiger mit Old Radium. Gefällt mir richtig gut. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass die Zeigerspitze des laufenden Sekundenzeigers und das Datum beide in Rot sind, sodass sich hier eine schöne Übereinstimmung ergibt. Die Zeiger nudeln übrigens perfekt beim Zurücksetzen, wirklich kein Problem. Und jetzt schauen wir uns doch mal an, wie die Zeiger der Uhrzeit gesetzt sind. Die Krone lässt sich sehr angenehm verschrauben und auch auf- und zuschrauben. Wie ihr hier sehen könnt, ist das Gewinde auch wirklich gut gearbeitet. Kein Schmutz drin, wie man das manchmal hat. Wirklich klasse. Den Sekundenzeiger auf der neuen Uhr haben wir bei 60 gestoppt. Und jetzt stellen wir die Zeiger einmal exakt auf die 12 Uhr Position ein, um zu schauen, wie genau die Zeiger gesetzt sind. So, ein kleines bisschen austarieren. Und da sind wir. Und das finde ich absolut super gut gemacht, denn sowohl der Stunden- als auch der Minutenzeiger sowie die Stoppsekunde stehen vollkommen exakt übereinander, sehr sauber gearbeitet, egal aus welchem Blickwinkel, kann man da keinen Versatz erkennen. Und das bei einer Uhr, die schon wirklich in vielen Händen war und viel rumgeschickt wurde, viel auf Reisen war. Also hier kann es durchaus schon mal passieren, dass sich Zeiger ein bisschen verwackeln. Kein Stück hier, wirklich sehr perfekt gemacht. Und das stärkt mein Vertrauen in die Marke und zeigt mir, dass wir hier auch jemanden hinter der Marke haben, der sich wirklich mit Uhren und Uhrenbau auskennt. Lass mal nochmal genau auf die Uhr drauf gucken. Die Lünette dreht sich bei diesem Modell hier nur in eine Richtung, das ist aber dem Präsentationsmodell geschuldet. Das richtige Modell, was ausgeliefert wird, wird in beide Richtungen drehbar sein. Hier haben wir eine Lünette mit 120 Klicks, die zudem auch extrem gut ausgerichtet ist. Ich werde euch das nochmal zeigen, weil ich genau weiß, wie wichtig das vielen ist, dass Zeiger und Lünette gut ausgerichtet sind. Und auch hier passt das Dreieck hervorragend auf die 12 Uhr Markierung, wirklich sehr sauber gearbeitet. Insgesamt macht die Uhr auf mich den Eindruck, wirklich sehr hochwertig verarbeitet zu sein, nicht nur im Sinne der verbauten Komponenten, sondern auch in der Art und Weise, wie die Uhr gearbeitet wurde. Natürlich ist sie mit 15 mm Gehäuse bzw. 16,3 einschließlich der Gläser nicht flach, aber verglichen mit meiner 756 von Sinn ist sie dann plötzlich gar nicht mehr so hoch, denn die 756 ist mindestens gleich hoch, aber im Umfang 2,5 mm kleiner, sodass die Uhr, die ich letztendlich links in der Hand habe,
am Arm deutlich pummeliger wirkt, mich aber nicht stört. Wie ihr sehen könnt, sind bei beiden die Hörner nach unten gezogen und etwas über dem Boden angesetzt, sodass im Punkto Tragekomfort die Höhe der Uhr hier etwas kaschiert wird. Und ich habe natürlich dieses Modell von Van Dark nicht über einen längeren Zeitraum am Arm gehabt, sondern nur für die Videoaufnahmen. Und aus diesem Zeitraum kann ich aber sagen, die Uhr trägt sich sehr angenehm und ich finde sie wirklich klasse. Das Lederband ist sehr hochwertig, sehr weich, innen mit einem extra Futter ausgestattet und wird bei der endgültigen Auslieferung gleichlaufend von 22 auf 22 mm sein. Es ist durchgehend genäht, sehr stabil, ein wirklich weiches, angenehm zu tragendes Leder, was in keiner Weise drückt, an keiner Stelle wehtut und auf mich einen ausgesprochen verlässlichen und langlebigen Eindruck macht. Ich freue mich schon sehr auf dieses Paket. Die Uhr am Arm ist wirklich ein Schmeichler und das Band muss nach meiner Meinung auch gar nicht groß eingetragen werden, weil es für mich einfach vom Start weg passt. Ja, so sieht es also aus und das wird die Schließe sein, die bei der Auslieferung dann dran ist. Ihr könnt sehen, hier ist es gebürstet, hier ist es poliert und das zeigt sich auch in den Hörnern, die ich euch am Ende des Videos gerne nochmal zeige. Vorher gucken wir uns aber doch mal den Nightshot an, denn der ist, finde ich, wirklich beeindruckend. Machen wir kurz die Videoleuchten aus und gucken an, ob und wie die Uhr nachts leuchtet. Ich hatte euch bei einigen Sachen schon gesagt, das ist dem Präsentationsmodell geschuldet und hier ist es genauso, wenn ihr sagt, das Dreieck oben auf der Lünette leuchtet ja gar nicht einheitlich. Stimmt, ist aber dem Präsentationsmodell geschuldet. Wenn ihr eure Uhr bekommt, die als Serienmodell ausgeliefert wird, wird das Dreieck vollständig gefüllt sein und genauso leuchten wie die Ziffern und die Zahlen. Das hat mir Van Dark zugesichert. Was ich sehr schön finde, ist, dass nicht nur die Uhrzeit, sondern auch die Stoppsekundenzeiger leuchten. Ihr könnt das bei 3 Uhr sehen. So links unterhalb der 2 ist der kleine Strich für die Minuten der Stoppzeit. Das Dreieck des Stoppsekundenzeigers leuchtet, sowie die laufende Permanentsekunde auf 9 Uhr. Das Leuchtbild ist sehr hell, die Uhr leuchtet lange und wird mit Sicherheit auch nach vielen Stunden Dunkelheit noch gut ablesbar sein. Ja, so viel zum Nightshot. Auch das ist etwas, von dem ich weiß, dass das vielen von euch sehr wichtig ist. Da sind wir wieder im Tageslicht. Mich würde total interessieren, was ihr über die Uhr denkt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein, ob ihr vielleicht schon eine Van Dark habt, ob ihr an der Kickstarter-Kampagne teilnimmt. Die startet nämlich am 8. März, meines Wissens nach. Es wird jede der 4 Varianten, die ich euch einblende, auf 100 Stück limitiert sein. Die Preise beginnen für die ersten 20 Stück bei 999 Euro, gehen auf 1.399 Euro hoch. Und wenn über die Kickstarter-Kampagne nicht alles verkauft wird, wird der reguläre Publikumspreis bei 1.699 Euro liegen. So, und jetzt schauen wir uns die Hörner nochmal an. Ihr seht hier die matt gebürstete Seitenflanke. Kann man es sehen? Ja, da sieht man es, glaube ich. Dann eine polierte Phase, die zum Horn hin breiter wird. Und dann wieder die mattierte, satinierte Oberfläche des Horns. Die Phase verändert sich in der Breite, also auch nicht einfach gerade durchgeschliffen, sondern sehr ansprechend gemacht, gefällt mir wirklich gut. Habe ich, muss ich gestehen, auch erst beim zweiten oder dritten Hingucken entdeckt, wie es an der Uhr überhaupt relativ viel zu entdecken gibt, was man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht. So zum Beispiel auch die geätzten Minutenstriche auf der Keramiklünette oder aber, und auch das zeige ich euch gerne, den Boden. Der Boden ist, ja, das ist relativ schwierig einzufangen,
auch mit unterschiedlichen Bearbeitungsvarianten versehen. Wir haben also hier einen polierten Mittelring, der oben und unten durch satinierte Flächen eingegrenzt wird, sodass es beinahe aussieht, als hätten wir hier eine scharfkantige Abstufung. Das ist aber nicht der Fall. Der Übergang ist sehr angenehm auf der Haut. Und ich finde es immer schön, wenn eine Uhr auch von hinten etwas zu bieten hat und nicht nur einfach platt und plan ist. Und das ist hier der Fall. Man sieht also sowohl vorne als auch an den Hörnern als auch auf der Rückseite, dass Van Dijk sich Mühe gegeben hat, die Uhr ansprechend zu gestalten. Und bei einem Kickstarterpreis von 999 Euro für die ersten 20 Uhren finde ich das echt eine Ansage. Nicht jeder mag Kickstarter, weil man in ein Projekt einsteigt und dann auch noch lange auf seine Uhr warten muss. Im Falle von Van Dijk wird es gemäß Plan ungefähr 6 Monate sein, die man auf die Uhr warten muss, nachdem man in die Kickstarter-Kampagne eingestiegen ist. Mir persönlich wäre es das wert. Ich freue mich total drauf und bin jetzt schon ganz heiß, am 8. März endlich meine Uhr ordern zu können, so ich denn schnell genug bin. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welche der 4 Uhren, die ich euch jetzt nochmal einblende, euch am besten gefällt. Meine Entscheidung ist getroffen. Ich sage euch nicht, welche, damit ihr mir meine Uhr nicht wegschnappt. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und vor allen Dingen freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.